Ich glaube, es ist weiblich, aber der Name ist männlich. Und er spaltet sich hier in solche Blubs auf. Und wenn man hier so eine Aktivierungskralle, das ist eigentlich so ein Notmechanismus, weil man es mal nicht schafft. Aber es hilft bei diesem Bosskampf sehr, weil die haben so wenig Leben. Und wenn man den Mechanismus aktiviert, sterben die alle. Und das ist ein kleiner Trick, den man machen kann bei diesem Bosskampf, um den etwas besser zu besiegen. Und er erzählt uns jedes Mal das gleiche, wenn er es schafft. Hat hier so eine Wasserkugel und jedes Mal, wenn die auf Null geht, Splash, zerteilt er sich. Hört mal aus, so ein Ding aktivieren. Kommen wieder von oben die Strahlen. Ja, und zerstören alles. Wenn ihr zerstören werdet, dann werden wir durch die Gegend gekriegt. So, und am Ende geht er dann in ein Enrage. Beziehungsweise er teilt sich nochmal. Auch okay, auch okay. Ich glaube, wir haben keine solche Kegel mehr. Egal, zerstören wir die halt manuell. Wir können es ja. Wir haben das Chakra. Oh, er ist Enrage. Ja, der ist doch ganz easy peasy besiegt und das ist ein schöner Ring. Hat jetzt nur noch kritische Trefferwertung und keinen Zaubermacht mehr. Egal, wir würfeln trotzdem mal Bedarf, weil wir noch keine Ringe haben. Und ich den wirklich gut gebrauchen kann. Und wir bekommen ihn. Sehr schön. P war früher Charakter, oder? Nein, anderes Spiel. So. Wir haben den. Das kugelförmige Siegel. Passt zu einem kugelförmigen Boss. Ah ja, die müssen wir auch noch wieder reinpacken. Jetzt hatten schon mal unsere Essenskapseln aus dem Inventar genommen. Warum auch immer. Schnurps, schnurps, schnurps. So, und jetzt kommen die letzten paar Portale. Die sind noch ein bisschen schwerer, kommen ein bisschen schneller, sind ein paar bisschen mehr Mobs drin. Und dann kommt auch schon der Endboss, eine relativ übersichtliche Instanz, wie schon das ein Raumprinzip andeuten lassen kann. Aber dadurch, dass es halt verschiedene Bosse gibt, die wir jetzt noch gar nicht gesehen haben, ist es ein wenig abwechslungsreich gemacht. Ist nicht immer ganz dasselbe. Ja, wieder auf der anderen Seite. Na, komm schon, komm schon. Da ist der Portalhüter. An sich fühlt sich das Spielen als Priester jetzt aber noch nicht so sehr doll anders an. Muss unbedingt auch nicht sein. Priester hat sich schon immer ganz gut angefühlt vom Handling her. Ich denke mal, das Chakra wird erst in Raids wirklich eine große Rolle spielen. Aber ich denke, ich wiederhole mich schon. Hier liegen überall diese kleinen Armschienen der Sekretkugeln rum. Sehr viel Unrat, den wir hier produzieren. Vor allem noch mehr, wenn ich nicht alles Kirsch nennen würde. Aber es bringt Geld, deshalb machen wir es. Komm schon, loot, loot, loot. Ist wieder das Erdbeben. Ich denke mal, das ist vom Schaman. Weil ich stelle mir vor, dass Schamanen so erdbebenmäßig am meisten zu tun haben. Es können natürlich auch irgendeine Kriegerfähigkeit sein, dass die Krieger so einen Erdstampfen machen oder sowas. Ihr könnt es ja in den Kommentaren schreiben, wenn ihr die Klasse spielt und wisst, zu was es gehört. Mal sehen, können wir den hier stunnen? Piu! Der ist gestunt. Ja, kleine Sache. Braucht man jetzt nicht unbedingt in größeren Raids, das ist mehr so das 5er Talent jetzt. So. Heilen, heilen, heilen. Wir stellen mal einfach noch so aus Spaß an Brunnen hin. Ding der Bewährung nicht möglich. Na gut. Flum. Was ist das? Habe ich auch noch nicht gesehen. Ha. Könnte was vom Druiden sein, so Mondlicht oder so. Zauber noch nicht bereit. Mana noch nicht bereit. Das ist es. Schusch. In der Hoffnung auch noch dasselbe Liedchen. Kriegen für eine kurze Zeit ein bisschen Mana.
Portal 17 ist offen und da ist der Elite-Trupp. Danach kommt schon der Bosskampf, deshalb werde ich mal sehen, dass ich schnell... Oh, hier ist ein Honigminztee gedroppt, dass ich mir das Mana vollreiten kann. Denn der Bosskampf kann es ein bisschen in sich haben, mitunter. Vor allem wieder einer dieser Bosskämpfe, wo man sich bewegen kann, um Damage zu reduzieren, und da das bei Random Gruppen meistens nicht der Fall ist, werden wir wohl mehr zu tun haben, als zu erwarten ist. Okay. Let's get on. Und hier ist der Boss. Eine süße Blutelfe. Beherzte Verteidigung, aber diese Stadt muss dem Erdboden gleichgemacht werden. Ich werde Maligos Befehle persönlich ausführen. Kleine Elfe. Wirklich? Wow, Drache! Wer hätte das gedacht? Wow, Frost Breath. Macht so einen Magieatem, der den Schaden, der erhalten wird, erhöht und auch ein bisschen Dot-Fähigkeit macht. Die hat einen Blizzard. Und sie kann uns, glaube ich, auch noch zu sich heran teleportieren. Oh, ja. Und dann können wir weglaufen. Weil meistens der Blizzard in der Mitte unter ihr ist. Vielleicht, höchstwahrscheinlich sogar. Oh, Stoffarmschienen mit... ja, ich wollte sagen, mit Zaubermacht, aber mit damals Zaubermacht. Und wir haben sie bekommen. Ansonsten, Kette. Jui. Ich mache aber leider nicht noch eine, wie hier gerade im Gruppenchat gefragt wird. Denn wir haben unser Tagespensum deutlich erfüllt, dadurch, dass wir jetzt noch die kleine Special-Episode davor gehabt haben, wo ich geskillt habe. Sachen und so eine Kugel. Haben wir aber trotzdem ein neues Item noch bekommen. Die Azurstoffbindung. Ja, und Charaktermenü öffnen und hopp. Juhu. Gut. Also dann, wenn es euch gefallen hat, schreibt einen Kommentar, wenn ihr wisst, was man noch besser machen kann. Schreibt auch noch ruhig einen Kommentar. Und viel Spaß euch Ninja-Priestern. Oder was auch immer eure neue Fähigkeit euch gebracht hat. Ciao. Okay, hier ist der Wald. Und wir haben tatsächlich ein Halsschmuckstück. Eine kleine seidene Kordel. Okay, letzter DD muss noch freiklicken. Und dann starten wir unsere erste Instanz. Warte mal, das ist aber nicht... Das ist gar nicht die violette Festung. Das ist Draktaron. Da waren wir doch schon. Oder ist das ein falscher Ladebildschirm? Ne. Cut! Ja, richtig. Wir hatten bei normale Dungeons auch Draktaron drin. Duh.